Pusteblume. Ich will ans Meer. Ans Meer will ich. Und dafür habe ich mir diesen Kasten hier gebaut. Mit dem kann ich nämlich sehen, was unter Wasser vor sich geht. Hoffe ich. Also ich stelle mir das so vor. Nehmen wir mal an, das wäre das Meer hier. Und ich will jetzt sehen, was sich auf dem Grunde des Meeres tut. Und dann nehme ich mal diesen Stein hier. Und es gibt Wellen. Am Meer sogar noch mehr. Hier. Ist kaum was zu sehen. Aber mit meinem Kasten. Ja, alles deutlich zu sehen. Und nicht nur zu sehen, man kann auch hindurch fotografieren. Ja. Und das will ich nämlich. An der Meeresküste gibt es ja eine Menge Tiere. Krebse, Krabben, Quallen, Schnecken. Und die will ich fotografieren. Und nicht nur das, ich will sie auch fangen. Für mein Meereswasser-Aquarium nämlich. Das habe ich drin. Ja, haben wir alles? Ah, mein Fangnetz. Der Kescher. Ja, da ist er ja. Das ist mein Meeresaquarium hier, ja. Und das ist eigentlich ein ganz normales Aquarium. Aber hier drin ist Meerwasser. Und Meerwasser ist salzig, richtig. Hier, schaut mal. Hier ist ein Einsiedlerkrebs in seinem Schneckengehäuse. Hier sind Miesmuscheln. Und hier eine Krabbe, eine Strandkrabbe. Und davor eine Schnecke, eine Wellhornschnecke. Und hier sind Seerosen, die sind geradezu. Tja, dahinter ist noch ein, ganz hinten, da ist noch eine Strandkrabbe. Jetzt verschwindet sie gerade. Na, ist doch allerhand los in meinem Meeraquarium. Ne? Aber noch viel mehr los ist ja am Meer selbst. Ich zeig's euch mal. Ich habe hier ein Buch. Und hier, so sieht's da aus. Ist das ein Gewimmel? Was da alles kreucht und fleucht. Und das werde ich alles sehen und fotografieren. Ja, aber fangen möchte ich ein Tier. Das ist, ja, hier, ein Seestern. Ein schöner, lebendiger Seestern für mein Meeresaquarium nämlich. Am nächsten Morgen war ich schon am Meer. Aber ich wollte ja noch ein bisschen weiter. Das Schiff legte gerade ab. Glück gehabt. Leinen los. Und auf geht's. Schönen Dank auch, Captain, dass Sie gewartet haben. Warum haben Sie es denn so eilig? Na, ich will rüber auf die Insel da. Ich bin nämlich auf Seesternjagd. Und da soll es welche geben, habe ich gehört. Na, dann viel Glück. Danke. Da will ich rüber. Da soll es auch noch eine Menge andere Tiere geben. Na, ich war gespannt. Die Fahrt dauerte gar nicht lange. Und hier bin ich schon auf der Insel. Es war ein schöner Strand und ein herrliches Wetter. Aber ich war irgendwie enttäuscht. Ach du meine Güte. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Hier ist ja überhaupt nichts los. Trostlos. Nichts als Sand und Wasser. Und hier soll ich einen Seestern finden? Naja, fangen wir mal an.
Na ja, ist ein bisschen umständlich, aber es geht. Da ist schon was. Ja. Bitte, es funktioniert. Ein Plattfisch. Und er versteckt sich wieder. Wiesmuschel. Naja. Oh, und da ein Krebs. Ein Krebs. Ein schönes Exemplar. Das müssen wir. Ja. Na, was haben wir denn noch? Ein Seeigel. Fantastisch. Das muss ich haben. Ganz ruhig bleiben, ja? Na, der bleibt ja auch ruhig. Ja. Moment. Ja, sehr schön. Jetzt bloß nicht drauftreten. Na, alte Muschel. Nee, Moment. Da wohnt ja einer drin. Ein Einsiedlerkrebs. Ha. Ah, Fische. Klein, aber immerhin. Algen. Na, das ist ja ein putziger Geselle. Der kriegt ein Foto. Und da? Eine Garnele. Na, die ist auch gut im Verstecken. Oh, Mahlzeit. Eine Krabbe frisst eine Muschel und hat ihr eigenes Besteck dabei. Guten Appetit. Ha, ein Seestern. Naja, nicht ganz die Sorte, die ich wollte. Ein bisschen klein. Aber schön. Naja, das waren doch schon eine ganze Menge Tiere. Nicht schlecht für den Anfang. Was hier so alles rumschwimmt, das sieht aus wie mein Teller. Das ist mein Teller. Mein Zelt. Halt, mein Zelt. Mein Zelt steht unter Wasser. Du lieber. Mein Zelt. Das schöne Zelt. Alles nass. Wie ist denn sowas möglich? Alles nass, du lieber Himmel. Naja. Na, ich bin vielleicht ein Dussel. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Dass es am Meer Ebbe und Flut gibt. Ebbe und Flut. Das könnten wir uns mal ansehen zusammen. Und zwar mit einem Trick, bei dem alles viel schneller geht als in Wirklichkeit. Ebbe. Es ist mittags, 12:30. Nachmittags, 2:30. Und das Wasser ist schon näher gekommen. Seht ihr es? So, und jetzt kann man endlich hier vorne baden. Das Wasser ist da. Es ist 5 Uhr abends. Und? Flut. Das, was ihr eben gerade gesehen habt, das dauert in Wirklichkeit natürlich viel, viel länger. Wenn zum Beispiel beim Mittagessen gerade Hochwasser ist, also Flut, dann haben wir beim Abendbrot gerade Niedrigwasser, also Ebbe. Und wenn nun einer so dusselig ist wie ich und baut sich sein Zelt bei Ebbe so nah ans Wasser, dann kriegt er natürlich bei Hochwasser nasse Füße. Das ist klar. Aber diesmal bin ich schlauer und baue mir mein Zelt ganz oben auf. Ganz oben auf einer Düne. Ja. Übrigens, könnt ihr euch vorstellen, dass man zu Fuß und ganz trocken auf eine Insel kommen kann? Ja, das geht.
bei Ebbe. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Schiffe sollen doch schwimmen und nicht rumstehen. Aber nur Geduld. Das Wasser kommt schon wieder. Nur im Augenblick ist Ebbe. Und solange das Wasser noch weg ist, kann man tatsächlich zu Fuß auf eine Insel kommen. Oder mit Pferden. Die Pferde laufen auf dem Meeresboden. Und das Meer ist gerade mal nicht da. Nur ein bisschen Wasser. Aber das ist nicht gefährlich. Da hinten ist schon die Insel. Und jetzt müssen wir uns beeilen, denn wenn die Flut kommt, steigt das Wasser wieder. Und dann müssen die Pferde schwimmen. Und so sieht's dann auf der Insel aus. Jetzt kann kein Pferd mehr ankommen. Seht ihr die Pfähle da hinten? Jetzt sind sie schon überspült. Das Wasser kommt näher und näher. Und jetzt haben wir Hochwasser. Aha, ein Seestern. Jetzt habe ich meinen Seestern. Ja. Aha. Ein schönes Exemplar. So. Ja. So. Seesterne sind ja Tiere. Und Tiere brauchen was zu fressen. Nun, die Seesterne fressen kleine Muscheln oder größere. Und damit er mich nicht verhungert auf der Reise, werde ich ihm noch ein paar Muscheln suchen. Du lieber Himmel, mein Seestern, weg ist er. Ja, die Wellen haben das Glas umgekippt. Naja, Wellen sind stark, die können sogar noch mehr. Die können das Land unter- und überspülen und können es zerstören. Und die Menschen müssen was dagegen tun. Die bauen Deiche oder sowas da. Auch wenn es nicht schön aussieht. Es hilft. Naja, es hilft nicht immer. Gegen so eine Flut kann der Mensch nicht viel tun. Da kann er eigentlich nur zuschauen. Diese Wellen hier, die könnten Mauern zerbrechen. Damit sowas aber nicht passiert, muss man Deiche bauen. Die Häuser dahinter sind geschützt. Aber so sicher ist das auch wieder nicht. Ab und zu muss man den Deich reparieren. Dazu kommt Erde in Säcke. Die Säcke werden zugebunden. Und kommen auf die andere Seite des Deichs. Da werden sie dann gestapelt und die spült das Wasser so schnell nicht wieder weg. Ein Hubschrauber. Hey, da muss wirklich was passiert sein. Ja, da.
Der Deich ist gebrochen und die Lücke muss natürlich gefüllt werden. Sonst würde die Flut das ganze Land überschwemmen. Dann würde es so aussehen wie hier. Wasser im Hafen, die Autos stehen im Wasser und die Menschen. Aber heute, Gott sei Dank, ist alles ruhig. Ich gehe mal weiter auf Seesternjagd. Na, das ist ja ein komischer Kauz. Scheint was verloren zu haben. Ein ziemlich nervöser Vogel. Ein Austernfischer, glaube ich. Tja, nun wird's auch schon Abend. Und ich habe immer noch keinen Seestern. Gehen wir schlafen. Hey, was ist denn da draußen los? Ja, was fuchteln Sie denn dauernd mit Ihrer Taschenlampe da rum? Wer sind Sie denn eigentlich? Warum sagen Sie denn nichts? Na, warte. Ach, das war's. Der Leuchtturm. Na, den schaue ich mir morgen noch mal an. Ja, und so sah er am Tage aus. Ah, guten Tag. Guten Tag. Sind Sie der Leuchtturmwärter? Ja. Sagen Sie, kann man sich Ihren Leuchtturm mal näher ansehen? Wenn sich die Schuhe gut abputzen, habe ich keine Bedenken. Ja, fein. Nein. Danke. Kommt nicht da unten. Ja, und da bin ich dann hochgestiegen. Winzig kleine Stufen. Hunderte von Stufen. Höher und immer höher. Das ist der Leuchtturmwärter. Noch mehr Stufen. Gibt's denn hier keinen Fahrstuhl? Fahrstuhl? Treppensteigen schafft Kondition. Trimm dich. Wozu braucht man eigentlich einen Leuchtturm? Ja, sehen Sie, der Leuchtturm zeigt dem Schiffsführer eine bestimmte Stelle an der Küste. Aha. Am Tage sieht der Steuermann den rot-weiß geringelten Turm. Und wenn es dunkel wird? Ah ja, dann sieht er ein ganz bestimmtes Blinkmuster. Und dann weiß er, er ist nicht in Afrika oder Amerika, sondern hier. Ja, wenn ein Leuchtturm aber nur so wichtig ist, dann darf er ja auch nicht ausfallen. Ich meine, was passiert denn, wenn zum Beispiel die Birne da drin kaputt geht? Das kann ich Ihnen gleich mal zeigen. Ja. Nehmen Sie mal. Ah, da geht's auf. Ja. Sehen Sie, wir haben zwei Lampen. Eine Hauptlampe, eine Reservelampe. Ah, ja. Wenn die Hauptlampe ausfällt, dann sieht das so aus, dann rückt die Reservelampe in Brennpunkt. Ah, elegant. Sehen Sie, nur würde die Reservelampe als Hauptlampe brennen. Und die kaputte ist dann hier und hat nichts zu tun. So ist das. Ah ja, das ist ja sehr schön. Aber dann kann immer noch was passieren. Da kann zum Beispiel ein Nebel kommen. Und auch wenn der ganze Leuchtturm hier in Ordnung ist, die Schiffe würden Sie dann ja nicht sehen durch den Nebel durch. Was machen Sie dann? Dafür haben wir einen Nebelsender, ein Nebelschallgerät oder Nebelhorn, wie man will. Das zeige ich Ihnen jetzt mal, aber dazu müssen wir nach unten. Da gehen. Ah ja, haben Sie doch einen ja, das möchte ich mal hören. Wissen Sie, einen Leuchtturmwärter habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Und wie denn? Naja, eine Schiffermütze, eine Pfeife und ein Bart natürlich. Die gibt es wohl nur auf Ansichtskarten von den Märchenbüchern. Ja. Ah,
Ah, das ist das Nebelhorn. Ja. Darf ich mal drücken? Mantau. Hübsch haben Sie es hier. Eine richtig kleine Küche. Da können Sie Kaffee machen und trinken. Und schlafen können Sie auch hier. Und Fenster an allen Seiten. Sehr gemütlich. Wie viele Stockwerke hat der ganze Turm? Acht. Acht Stockwerke. Und wie viele Stufen sind es bis hoch? 140. 140, ja, das habe ich gemacht. Ja, schönen Dank denn und auf Wiedersehen. Bitte sehr. Wiedersehen. Unten am Strand kam schon wieder die Flut. Und ich hatte immer noch keinen Seestern. Aber eine Menge Tiere hatte ich gesehen. Und ein Leuchtturm. Und Deiche. Tja, und jetzt musste ich wieder nach Hause. Na, wie war's denn mit den Seesternen? Ja, war nix. Naja, das heißt, ich hatte einen. Der ist geflohen. Na, dann warten wir mal. Ich hab hier einen, nehmen Sie den da. Was, ein Seestern? Und so ein schöner. Oh, danke. Vielen Dank auch. Bitte schön. Ein Seestern. Hat's also doch noch geklappt. So. Na? Wasser drauf. Jetzt fühlt er sich wohl. Kennt ihr übrigens die alte Seemannsgeschichte vom Seestern, der nicht unter Wasser wohnen wollte? Die geht so. Das also ist Kalle. Ihr erkennt ihn daran, dass er seine fünf Beine immer da hat, wo sie eigentlich nicht hingehören. Mal hat er sie hier und mal hat er sie da oder da. Die Geschichte vom Kalle also, die kennt jedes noch so kleine Seesternchen. Es fing damit an, dass Kalle eines Morgens dachte, mir ist ja so langweilig, schrecklich langweilig. Ich liege hier nur rum und warte, dass etwas passiert. Aber nichts passiert. Nun, wie jeder weiß, hat ein Seestern fünf Beine. Da biss ihn ein winzig kleiner Krebs ins Bein Nummer 4. Das juckte. Kalle hätte sich zu gerne gekratzt. Aber Seesterne können sich normalerweise nicht kratzen. Es juckte immer schlimmer und schlimmer. Und plötzlich bewegte er sein Bein Nummer 2, legte es quer über Nummer 3 und kratzte Nummer 4. Einfach so. Ah, und oh, und sowas gibt's doch gar nicht. Fantastisch, riefen die anderen Seesterne aufgeregt durcheinander. Keiner von uns kann sich so verbiegen wie Kalle. Ich bin ein Wunderseestern, rief Kalle und schlug vor Freude ein Rad. Und dann begann er zu üben. Das vierte Bein und am dritten durch und übers zweite legen. Ja! Und den Zweibeinstand. Und den Einbeinstand. Kalle ist übergeschnappt, lachten seine Freunde. Da war der großartigste Seestern aller Zeiten beleidigt. Gut, murmelte er. Wenn man meine Künste hier nicht anerkennt, schwimm ich an Land. Ich schwimm an Land und dort werde ich berühmt. Und das tat Kalle auch. Irgendwann zwischen Mittag- und Abendessenszeit wurde Kalle von einer großen Welle an Land gespült. Ich gehe in den Zirkus, dachte Kalle. Da zeige ich meine Beinkunststücke und werde sehr berühmt werden. Ja, was haben wir denn da? Sagte Erwin Wassertreter, der Naturkundelehrer. Kalle machte sich vor Schreck ganz steif. Ein Echinastes centus, ein Seestern, stellte Herr Wassertreter fest. Kalle wanderte, schwupps, und vor Schreck immer noch steif wie ein Brett, in ein riesengroßes Einwegglas. Da lag er nun. Zirkus,
Wo ist der Zirkus, dachte Kalle. Ich will in den Zirkus. Nichts geschah. Herr Wassertreter kannte Kalles Gedanken nicht. Hier ist es ja noch langweiliger als im Meer, seufzte der Seestern, der nicht mehr im Meer hatte bleiben wollen. Herr Wassertreter verschloss das Glas und stapfte davon. Kalle wurde so sehr hin und her geschüttelt, dass er fast seekrank war. Er sah auch schon ganz grün aus. »Ich hab euch etwas mitgebracht«, sagte Herr Wassertreter am nächsten Morgen zu seinen Schülern. Die Mädchen und Jungen kicherten. »Das ist ein Seestern«, sagte einer. »Genau«, bestätigte Lehrer Wassertreter und holte Kalle aus seinem Gefängnis. »Lass mich gefälligst los, du Unmensch«, dachte Kalle. Und erst jetzt bemerkte er die vielen Gesichter um sich herum. Viele Gesichter, die ihn ansahen, viele Menschen. »Ich bin bestimmt im Zirkus«, dachte Kalle. Er legte sein drittes über sein viertes Bein und das fünfte übers zweite. »Nanu«, sagte Herr Wassertreter, »was ist denn mit dem los?« Kalle schlug ein Rad. Es gelang nicht so ganz. Kalle rutschte aus und streckte alle fünfe von sich. »Normalerweise«, sagte Herr Wassertreter, »normalerweise benimmt sich ein Echinaster centus, ein Seestern also, nicht so. Der muss krank sein. Ich bringe euch morgen einen anderen mit.« Der Lehrer ließ den verblüfften Kalle zurück ins Einwegglas plumpsen. Kalle ärgerte sich. Keiner hat mir zugejubelt. Ja, Kalle war sauer. Als seine Unterrichtsstunde zu Ende war, ging Lehrer Wassertreter mit ihm zurück zum Strand. Er ruderte aufs Meer hinaus und als er weit genug vom Strand entfernt war, kippte er das Wasser aus dem Einwegglas zurück ins Meer. Und mit dem Wasser kippte er auch, na wen wohl? Ja, den großartigsten Seestern aller Zeiten über Bord. Ja, so war das. »Hey, Kalle«, rief jemand. Das war Kalles Freund Paulchen. »Schön, dass du wieder hier bist. Wie war's denn an Land?« Kalle schluckte. »Na, toll«, sagte er dann. »Ich bin nämlich im Zirkus aufgetreten, weißt du?« »Tatsächlich«, rief da eine zweite Stimme. Und eine dritte brüllte. »Hey, Leute, Kalle ist wieder da!« Bald standen alle alten Freunde um Kalle herum und hörten ihm zu, wie er vom Zirkus erzählte. Kalle erzählte eine Geschichte und noch eine Geschichte. Und bis zum heutigen Tag weiß immer noch keiner seiner Freunde, dass Kalle nicht im Zirkus aufgetreten ist. Aber ihr wisst es jetzt. Erzählt's aber bitte nicht weiter, ja? Pusteblume.